Hallo meine lieben Freunde, zurück bei Let's Play Black Mirror. Zusammenfassung der letzten zwei Parts. Der gute William ist gestorben auf mysteriöse Weise. Samuel, unser Hauptcharakter, geht davon aus, dass es nicht wirklich Selbstmord war, wovon aber so jemand wie Robert oder Victoria davon ausgehen. Mit Robert haben wir ein bisschen geredet und wir haben herausgefunden, dass Samuel scheinbar an einem Brand damals schuld war, bei dem seine geliebte Catherine gestorben ist. Na, auf jeden Fall sind wir jetzt hier in den alten Flügel gegangen und wir schauen uns hier natürlich ein kleines bisschen um. Aus schwarzem Marmor. Schön. Der ist schon lange im Ruhestand. Ja, das glaube ich dir. Gucken wir uns mal den Schrank da hinten an. Na, vielleicht haben wir ja was im Schrank drin, was Schönes. Außer Staub ist da nichts mehr. Das ist blöde. Gut, wir haben eine Fackel hier oben, haben wir... Ah, ein alter Kronleuchter. Was sagst du denn darüber, lieber Samuel? Wie der Rest des Zimmers bei einem tragischen Brand vor vielen Jahren zerstört. Dieser Ort weckt Erinnerungen an jene furchtbaren Ereignisse. Okay. Verfallener Kamin, ein Gemälde. Wir schauen erstmal in den Kamin. Vielleicht ist da noch irgendwas Interessantes. Nur Asche. Nur Asche. Asche zu Asche und Staub zu Staub. Alles klar. Die Leinwand wurde von den Flammen völlig zerstört. Okay. Oh, da geht's zum Dachboden. Die Tür ist abgeschlossen. Verdammt, da müssen wir vielleicht mal zu Bates gehen. So die große Vermutung, dass der vielleicht eine Ahnung hat. Was denn groß, ob er vielleicht einen Schlüssel hat. Der könnte uns auch, wie gesagt, den Kamin anmachen. Ja, will ich mal sagen. Suchen wir den lieben Bates auf. Wo sind Butler im Normalzustand? Wo könnte ein Butler sein? Esszimmer? Vielleicht. Ich würde mal sagen, schauen wir mal bei der Bibliothek nach. Ah, da ist er ja, der gute Bates. Und hier oben haben wir noch ein Bildchen. Das will ich mir auch mal angucken. Mordred Gordon, das unbarmherzige Oberhaupt unserer Familie im finsteren Mittelalter. Seine Herrschaft wurde 1213 von seinem eigenen Bruder Marcus beendet. Wow, also im Gegensatz zu Marcus, das Bild haben wir uns im ersten Part mal angeguckt, sieht das schon ein bisschen gruseliger aus mit den zwei Hunden hier und so grün umrandet sieht schon ein bisschen geisterhaft aus, das Ganze. Bei Marcus hatten wir ja noch so ein bisschen das Feeling von wegen Krieger, Verletzungen und Held so in die Richtung. Hier haben wir eher sowas von Bosheit einfach. Bosheit, also sieht einfach böse aus, von daher. Gehen wir wieder zurück. Mein lieber Bates, mit dir würde ich gerne reden. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als Sie weggingen. Sehr schön. Danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke. Ich komme zurecht. Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Ah, da haben wir schon ein bisschen was, worüber wir mit ihm reden können. Wir haben einmal über Robert, dann über das Schloss Black Mirror, Kamin im Zimmer, Schlüssel vom Dachboden und natürlich über Bates selbst. Gehen wir mal chronologisch von links nach rechts vor. Ich habe mit Robert gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass es ihm nicht sehr gut geht. Das liegt vermutlich an seinen Verpflichtungen in Ashbury. In letzter Zeit kommt er mir oft erschöpft vor. Er verbringt immer mehr Zeit mit seiner Arbeit. Oft bleibt er sogar über Nacht dort. Wenn er abends heimkommt, sperrt er sich in sein Arbeitszimmer ein und arbeitet bis spät in die Nacht. Er lässt nicht einmal mich herein. Vermutlich will er einfach nicht gestört werden. Vielleicht, aber das hat er früher nicht getan. Ich spreche nochmal mit ihm. In Ordnung, Sir. Okay, also Robert scheint ziemlich in seine Arbeit vertieft zu sein und lässt eigentlich niemanden mehr ins Zimmer. Gut, da werden wir später nochmal mit Robert reden müssen. Ich habe den Eindruck, dass sich hier seit meinem Weggang nichts verändert hat. So viele Jahre sind vergangen, aber es kommt mir vor, als wäre es erst einen Monat her.
Die gleiche Landschaft, das gleiche Wetter. Als ob die Zeit an diesem Ort stehen geblieben wäre. Sir, in Ihrer Abwesenheit hat sich vieles verändert. Glauben Sie mir, nichts ist so, wie es war. Wir alle werden alt und alles um uns herum ebenfalls. Ich bin seit meiner Jugend hier im Dienst und ich weiß sehr gut, wie man sich durch diesen Ort verändert. Während der letzten Monate ist es Tag für Tag schlimmer geworden. Es war, als ob das Dunkel in den alten Mauern dieses Schlosses allmählich von uns Besitz ergreifen würde. Vielleicht haben Sie recht. Auch ich fühle mich nicht gerade wohl innerhalb dieser Mauern. Sie wecken in mir Erinnerungen, die ich lieber vergessen wollte. Sie haben etwas Seltsames und Finsteres an sich. Und diese trostlose Stille. Also ich bin auch ehrlich, in so einem riesen Schloss würde ich mich auch schon ein bisschen unwohl fühlen, wenn alles so dunkel und, ich weiß nicht, und sowieso die Bilder, also ging bei mir nicht. Gehen wir mal zum Kamin über. Bates, können Sie bitte den Kamin in meinem Zimmer anzünden? Es ist recht kalt dort. Oh, entschuldigen Sie diesen alten Butler, Sir. Das hatte ich völlig vergessen. Ich zünde Ihnen gern den Kamin an. Und wenn das Zimmer gründlich gereinigt werden soll, sagen Sie es bitte. Es stand über 12 Jahre lang leer und ein oberflächliches Aufräumen genügt nicht. Nein, das Zimmer ist in Ordnung. Danke. Gern geschehen, Sir. Gut, also somit wird unser Kamin im Zimmer dann auch angemacht und jetzt können wir endlich mal auf den Schlüssel übergehen. Ich brauche den Schlüssel vom Dachboden. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Er hängt in der Küche, gleich neben der Kellertür. Sie können ihn nicht übersehen. Ich brauche den Schlüssel nachher selber. Können Sie ihn später wieder dorthin hängen, Sir? Natürlich. Ich bringe ihn wieder zurück. Danke. Gut, somit wissen wir, in der Küche haben wir unser Schlüsselchen. Als letztes reden wir mit Bates über Bates. Geht's Ihnen ganz bestimmt gut, Bates? Sie wissen, dass Sie sich jederzeit ausruhen können. Danke, Sir. Ich glaube, es wird schon. Ich glaube, ich werde jetzt gehen. Ich wende mich wieder meiner Arbeit zu. Gut, somit haben wir mit Bates geredet und wissen auch, wo der Schlüssel ist. Von daher würde ich sagen, gehen wir doch direkt einmal Richtung Küche. Die ist, soweit ich weiß, hinterm Esszimmer. Gut, dann wären wir jetzt hier schon im Esszimmer. Gibt es hier noch interessante Sachen? Eine Obstschale. Frische Äpfel und ein paar Bonbons. Cool, die Bonbons nehme ich mit. Mandelbonbons aus der fernen Schweiz. Meine Lieblingsbonbons. Cool, wir haben Bonbons bekommen. Yeah. Aber sonst ist hier jetzt auch nichts mehr Wichtiges. Gut. Doch ein Blatt. So. Okay. Eine Vase. Okay, ist nicht mehr groß was. Na, das ist noch eine Statue, eine Uhr. Will ich mal sagen, gucken wir uns mal die Uhr noch an. Scheint nicht zu funktionieren. Sie zeigt 7.30 Uhr an. Schauen wir uns mal die Statue noch an. Eine kleine Buddha-Statue aus Elfenbein. Victoria sammelt so etwas. Schön. 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 Ach, gehen wir einfach mal in die Küche jetzt. Lalalala, lauf, lauf, lauf. Gut, der Schlüssel dürfte dann hier hängen. Gut, dann nehmen wir den auch mal mit. Das ist der Schlüssel vom Dachboden. Ich stecke ihn ein. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir ab wieder Richtung Dachboden. Das andere können wir alles gerne in anderen Parts mal durchchecken dann. Aber jetzt würde ich gerne mal ein bisschen weiter vorangehen hier. So, auf zur Treppe. Mit Doppelklick erreicht man Ziele schneller. Muss man sich die ganze Sequenz anschauen, ist manchmal gar nicht so schlecht. So, gehen wir mal zum alten Flügel zurück. Wir werden natürlich den Schlüssel mit der Tür zum Dachboden benutzen. Und hinein. Dann werden wir jetzt mal im Dachboden. So, wir haben hier eine Truhe. Gucken wir uns mal die Truhe an. Was gibt es denn hier? Sie ist abgeschlossen.
Das ist ja blöd. In Regalen was Sinnvolles dabei? Hier sehe ich nichts Besonderes. Okay. Schaukelstuhl. Geht's hier raus? Ah, hier ist eine Kiste. Vielleicht ist da ja was Interessantes drin. Sie ist leer. Bis auf ein paar Bögen Papier. Schauen wir uns die nächste Truhe mal an. Vielleicht ist da ja noch was Interessantes drin. Alte Schriftrollen und viele Spinnweben. Da ist nichts Nützliches drin. Okay, wenn du das sagst, lieber Samuel, glaube ich dir mal. Er ist ganz gut erhalten. Seltsam. Sehr seltsam. Geht's hier noch weiter nach hinten? Oh, da ist noch eine Tür. Eine zugenagelte Tür. Ah, da geht's zum Turm hoch, da wo William gestorben ist. Interessante Sache. Der Zugang zum Turm ist zugenagelt. Ich muss diese Bretter irgendwie loswerden. Das schaffe ich nicht mit bloßen Händen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall sowas wie einen Hammer oder irgendein Werkzeug, was uns da ein bisschen weiterhilft. Aber sonst gibt es hier ja wahrscheinlich jetzt dann auch nichts Besonderes mehr. Lauf mal ein bisschen schneller, lieber Samuel. Sei mal so gut. Du ziehst den Bart immer so in die Länge. Muss nicht sein. So. Sind nur Kisten. Ah, hier ist noch was in der Ecke. Vielleicht. Leere Bilderrahmen und anderer Müll. Nutzlos. Na gut, dann war's das ja schon wieder. Hier aus dem Dachboden. Gehen wir wieder zurück. Ich muss ganz kurz mal auf meine Uhr schauen, damit ich die Zeit im Überblick habe. Gut, aber sonst hier haben wir, glaube ich, alles jetzt schon durchgeschaut gehabt. Wobei, der Kamin ist immer noch aktiv. Das heißt, irgendwas kann man mit dem Kamin scheinbar noch machen. Nur Asche. In der Asche funkelt etwas. Ah. Die Reste eines zerrissenen Fotos. Ah. Das Foto. Oh mein Gott. Eine riesen Schnitzelarbeit hier. Gut. Das heißt, das wird man noch drehen können. Vielleicht schaffe ich es ja in dem Part jetzt gerade noch so. Weil jetzt kann man in jede Richtung drehen, wie man lustig ist. Schwere Angelegenheit hier. Schwere Angelegenheit. Oh, 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 oh. Das wird nicht so einfach, liebe Leute. Müssen wir die Haare dürften hier irgendwo oben sein. Zumindest jetzt aus wie Haare. Oha, das wird eine richtig schöne Fummelarbeit, sehe ich hier. Na, dann würde ich sagen, das machen wir jetzt. Versuchen wir jetzt mal in dem Part noch irgendwie hinzubekommen. Falls wir es natürlich nicht schaffen sollten, seid mir nicht böse. Dann machen wir im nächsten Part weiter damit. Aber ich muss es erstmal Platz schaffen und gucken, dass ich die Schnipsel irgendwie zurecht bekomme hier. Also auf jeden Fall könnt ihr euch in dem Spiel noch auf viele Rätsel gefasst machen. Das ist bei Click and Point Adventure normalerweise recht normal, dass man viele Rätsel vor sich hat. Und ich glaube mal, die Haare werden hier oben sein irgendwo. Und das dann da oben dazu. Irgendwie habe ich hier noch nicht den ganzen Durchblick. Das da könnte vielleicht da oben als Eckchen dazu gehören, oder? Sieht zumindest so aus, als wäre das... Ah, das sieht so aus, als wäre das ein Eck hier oben. Oder? Sieht zumindest so aus. Interessante Sache hier. Da sind auf jeden Fall wieder ein bisschen Haare. Aber wo gehören die Haare hin? Das ist mal eine Schnitzelarbeit. Vielleicht bekomme ich da jetzt noch... Oh, da ist der Mund. Da ist der Mund. Den will ich gerne irgendwie da bereithalten. Mehr aus wie... Ah, ich glaube, das Ohr da gehört andersrum. Das gehört bestimmt so daneben hin. Ah, so kommt man auch ein bisschen weiter hier beim Bild. Okay, ich und Rätsel. Wir machen jetzt einfach mal ein bisschen hier versuchen. Eigentlich sollte man ja immer mit dem Rand anfangen, aber ich finde es langweilig, gleich mit dem Rand hier anzufangen. Wobei, der Rand hier oben passt doch ganz gut. Mal gucken, wie das gehört. So gehört das ganz klar nicht. Das ist auf jeden Fall hier irgendwo gar nicht so einfach, die ganze Sache hier. Hier ist der Rest, also hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Ohr. Noch ein Stückchen Ohr gefällig. Aber, ach ja, ja, ja. Ich sehe vor lauter Haaren das Ganze hier nicht. Ah, hier haben wir auf jeden Fall das zweite Auge. Okay. Das zweite Auge haben wir jetzt auch schon mal. Gehen wir da rüber.
rüber. Das sieht aus wie die Klamotte von dem Ganzen. Okay. Also das kann ich jetzt ein bisschen länger dauern, liebe Leute. Von daher, seid nicht böse, wenn das jetzt wirklich ein bisschen länger dauert. Aber wir wollen ja hier alles gewissenhaft irgendwie hinbekommen. So, also auf jeden Fall sagen, der Mund gehört hier unten hin. So. Gucke ich schnell mal auf die Uhr, was sie so sagt. Oh, ich sehe, die Zeit ist leider durch. Das heißt, wir lassen das Bild jetzt erstmal so stehen und sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn wir versuchen, hier irgendwie die Haare da noch irgendwie fertig zu bekommen. Und keine Ahnung, sieht schon ein bisschen krass aus hier. Also, ist da oben hingehört oder da oder wie das hingehört? Naja, das sehen wir dann im nächsten Part wieder. Von daher hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt, liebe Leute. Und wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und schaut das nächste Mal wieder vorbei, wenn es heißt Let's Play Black Mirror. Von daher, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Ciao, Leute. Bye.